Ja, das ist schon besser. So, und dann gucken wir jetzt mal nach oben. Ja, unten nach unten, damit wir nirgendwo reintreten. Nach oben, weil ich Kokosnüsse dringend haben möchte für Dickichen. Hier sind schon wieder Laubbäumchen. Die will ja kein Mensch, jedenfalls jetzt nicht. Aber hier wachsen echt ums Verrecken keine Kokosnüsse dran, ne? Nix. Keine einzige. Vielleicht da gegenüber. Hier nicht. Da nicht, da auch nicht. So, jetzt muss ich mal meine Augen anstrengen, aber da sehe ich auch keine. Nee, sehe ich nicht. Bananen. Okay, nehme ich gerne mit. So. Aber Bananen geben kein Fett. Wir... Oh, da hinten, da hinten. Seht ihr das? Direkt einmal drauf zu. So, dann nehme ich dafür... Oh, da liegt auch gleich eine unten. Herrlich. Das ist doch richtig super. Einmal trinken. Einmal sammeln. Und... Frisch gegessen ist halb gewonnen. Zwischendurch mal ein paar Igel abschnipsen und dann hole ich mir den Rest der ganzen Kokosnüsse. Ha! Habe ich was übersehen? Ah! Oh Gott, und so ein fetter Bah! So, gut. Dafür nehme ich mal die Axt und ja, versuche mal zu zielen, ohne in den Abgrund zu stürzen. Oh, da hängen auch noch welche. Das ist wirklich, wirklich gut ausgestattet hier. Sehr schön. Komm her. Du auch noch. Zack. Läuft. Wo ist meine Axt? Ey, das war eine Obsidian-Axt, die will ich wieder haben. Geht doch. Einmal scharfer Ton. Schon wird einem gegeben. So, du wirst auch noch geschlachtet. Komm her. So, ich könnte wetten, das ist jetzt schon viel, viel besser. Ja, das sieht sehr gut aus. Und deshalb... Oh, da wachsen auch Pilze. Sehr schön. Zwar keine Parasitenpilze, aber immerhin. Was wir haben, das haben wir. So üppig ist es ja nun auch nicht. Da liegt eine Kokosnuss. Und dann versuche ich mal, den Rest hier auch runterzukriegen. Und dann sollte Dicky... Aua, das war auf meinem Kopf, würde ich sagen. Dann sollte Dicky eigentlich schon ganz gut ausgestattet sein, würde ich meinen. Jo. So, wo ist die zweite gelandet? Oh ja, das ist sehr, sehr üppig. Das gefällt. Wie sieht's aus? Oh, perfekt. Dicky, perfekt. Das ist echt perfekt. Das ist mal richtig gut. Dicky geht super. Wenn er sich von dieser dämlichen Schlange nicht beißen lässt. Oh. Irgendwann knall ich da runter. Das weiß ich ganz genau. Ja.
Ach Mann, das ist schon hübsch, ne? Das ist schon irgendwie wirklich. Ich muss mir das von hier noch mal angucken. Na. Das ist schon hübsch, ja. Echt. Das ist echt hübsch. Naja, romantische Betrachtungen halt. Ja, so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, pflück ich sogar noch ein paar Bananen, die vor meiner Nase hier wachsen. Das kann ja nicht schaden. Dann legen wir uns noch eine Runde hin. Gucken mal, was die Werte machen. Und dann ist Dicky gerüstet für die nächsten Updates, würde ich sagen. Ausgeschlafen hat er jetzt. Wir legen noch mal ein bisschen Feuer, Kohle nach. Also Kohle ist Feuer sozusagen. Wenn ich sie finde. Wo war die? Ach da. Ach Gott. So. So. So ist das gut. Genau. Dann stelle ich hier noch mal Kokosnussschalen hin. Davon haben wir nun wieder mehr als genug. Vielleicht regnet es ja doch mal, man weiß es nie. Wie immer behalte ich zwei für eventuelle Reisen mal an der Frau. Und ja, dann gucken wir uns jetzt mal Diggis Werte an. Ausgeschlafen hat er. Wir brauchen von allem ein bisschen, aber eben nicht viel. Das heißt, wir trinken das, wir trinken das. Wir füllen das nach, lassen das abkochen, füllen den Bidon nochmal, wenn wir können. Heißt das? Habe ich den jetzt weggeschmissen? Nein, ich habe nicht meinen Bidon weggeschmissen. Nein, das habe ich nicht getan, oder? Habe ich den jetzt wirklich? Das habe ich nicht getan. Ich wollte den doch ins Wasser. Wo ist der jetzt? Oh, Dicky, such mir meinen Bidon wieder, bitte. Den habe ich doch, habe ich den nicht. Oh Gott. Warum ist das immer so? Der muss doch hier sein. Oh, bitte nicht. Da liegt noch Kohle. Bitte nicht. Ich sehe nichts. Stein, Stein, überall Stein. Oh nee, ne, der kann doch jetzt nicht weg sein. Wenn, habe ich den doch hier hingeschmissen. Stein. Ich stand doch hier. Warum mache ich sowas? Oder bin ich blind? Liegt der hier irgendwo? Ich sehe auch nichts. Oh Mann, ey, nee. Och, ohne Worte. Ohne Worte. Ich möchte darüber einfach nicht reden. Ich werde das auch nicht kommentieren. Kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn so döschig sein? Gib meinen Bidon wieder. Jetzt sieht man mal ein bisschen was. Aber ich kann den hier nicht.
Wie, jetzt ist der weg, wenn ich den aus Versehen ins Wasser schmeiß, oder was? Der kann doch nicht... Die spawnt er denn, oder wie? Oh, das gibt's doch nicht. Mann! Der ist wichtig! Ich meine, ich kann mir so einen Ersatzbidon machen. Ich weiß schon, glaube ich jedenfalls. Keine Ahnung, aber... Aber in den passt so schön viel rein. Oh, ich quengel. Man muss jetzt leider da Wochen drunter leiden. Wo ist der Rochen jetzt hin? Sag mal. Achso, okay. Ach, ist der hübsch. Ja. Okay, ich stelle fest, mein Bidon ist weg, weil ich zu doof bin. Strafe muss sein. Wenn ich jetzt noch eine ganze Kokosnuss hätte, könnte ich mir einen neuen basteln. Habe ich aber nicht, weil ich ja alles aufessen musste. Und zu blöde bin, meinen dämlichen Bidon wiederzufinden. Oder übersehe ich hier irgendwas? Liegt der irgendwo auf dem Stein hier oder wie? Nee, hier ist doch nichts. Wo stand ich denn eigentlich genau? Irgendwo hier vorne. Ich kam noch vom Feuer. Und ich wollte hier ungefähr Wasser holen. Ja. Und dann war er weg. Oder ist der jetzt irgendwo... Hängt der irgendwo, wo ich ihn übersehen habe? Haben die neue... Na nee, ist ja kein Update gewesen. Neue Taschen wollte ich gerade fragen. Irgendwo hier so an der Seite, weil man dieses Zunderzeug ja auch zwischendurch mal hier irgendwie an die Seite tun konnte. Was auch nicht mehr geht. Hier hängt auch nirgendwo mein Bidon dran, oder? Nee, ja, ich weiß, ich habe einen Egel. Ey, ich bin jetzt angefressen. Nee, der ist echt weg. Ja, gut, mein Bidon ist weg. Und ich sehe nichts. Komm, jetzt guck nochmal, ganz locker. Sei entspannt und guck einfach nochmal. Wie geht's uns denn eigentlich? Achso, ja, eigentlich geht's uns ganz gut, ne? Ja, mit dem Bidon könnte ich jetzt... Ich wollte ihn ja auch gerade nachfüllen. Ja... Gott... Ja, ich mache erstmal den Egel weg, ist ja gut. So... Okay. Ach, wir könnten mal... Das ist eigentlich auch dämlich, jetzt abzuspeichern, aber gut, wir sind die Parasiten los. Wir nehmen mal Slot 2. Bevor irgendwas Unvorhergesehenes passiert, freuen uns, dass das Mondlicht so helle scheint. Nein, nicht runter. Ich will mal von hier oben nochmal genau gucken. Vielleicht sehe ich ja doch noch was. Ansonsten... Ja, werde ich wohl nicht... Ich sehe ihn einfach nicht. Es sind nur Steine hier. Eindeutig. Stein, Stein, Stein. Wasser, unsicher, Stein. Großer Stein. Stein, Stein. Ja, gut. Okay. Ich gebe dann mal fürs Erste auf. Es ist mir schleierhaft, wohin dieses Viech verschwunden ist. Und es war gerade so schön. Ich gehe jetzt, das ist mir jetzt auch wurscht, auch wenn die Folge so ein bisschen länger wird. Das war gar nicht so geplant, aber ich möchte sauber abschließen. Und Dicky kann nicht glücklich sein, wenn Dicky... Ja, jetzt liegen auch keine Kokosnüsse mehr rum, ne?
Dicky kann nicht glücklich sein, wenn Dicky kein Behältnis hat, wo er Wasser reinfüllen kann. Klar, wir haben die Schalen, aber ich möchte, dass er vernünftig kochen kann. Und dazu brauchen wir jetzt mindestens eine Kokosnuss, die jetzt natürlich nicht mehr an irgendwelchen Palmen zu finden ist, weil wir sie alle abgerupft haben. Oh Mann. Da steht ein ganzer Haufen Laubbäume. Was ist denn hier? Plopp. Oh, da liegt eine. Okay, ich habe nichts gesagt. Also, ich habe es aber noch nie gemacht. Leider habe ich mich da spoilern lassen. Das war nicht geplant. Wenn man die nämlich nimmt. Ach, guck, jetzt kommt... Ja, okay. Jetzt kommt der Tagebucheintrag. Kokosnussbidon. Der ist aber, glaube ich, wesentlich... Oder ein bisschen zumindest kleiner. Kann ich das jetzt trinken eigentlich? So. Als der Metallbidon. Insofern. Ja, gut, aber er ist besser als nichts. Was passt denn da rein? Das wissen wir nicht. Ich nehme, wenn hier noch eine liegt, mal noch eine mit. Ja. Ja, ich möchte jetzt aber auch nicht, dass die Axt da runterfliegt. Das wäre ja dann... Und ich möchte da auch nicht runterfliegen. So, zack, Risiko. Ah. Das ist so geil. Ja, okay, wir gehen einfach mal. Das ist... Ich möchte... Ich werde auch das nicht kommentieren. Also, es ist... Interessant, habe ich jetzt noch so einen oder habe ich die alle weggemacht? Die liegen alle zu Hause. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal eine ganz normale Axt. So, hier machen wir mal herstellen. Zack, so. So, dann haben wir erstmal wieder eine Axt. Wurscht. Hauptsache, er hat eine. Hauptsache, die Machete ist noch da. Und jetzt werden wir mal testen. Kurz. Mal eben kurz. Ach, das geht gar nicht. Ja, dann komm so her. Okay. Gut, das wollte ich gar nicht. Ich wollte versuchen, den Bidon zu füllen. Und da passt rein nur 40. Ich glaube, in den anderen passten 100. Das ist natürlich nicht unwesentlich mehr. Vielleicht finden wir ihn ja in der nächsten Folge wieder, weil irgendein... ein Bidon Gott uns gnädig ist. Ja, und wenn nicht, dann ja, dann eben nicht. Ne, Schwund ist überall. Nee, 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 das wollte ich nicht trinken. Den wollte ich wieder haben. Zumindest sind wir jetzt halbwegs ausgerüstet. Es schwimmen hier auch wieder Rochen rum, sehr gut. Naja, das war daneben. Mit diesen Seerosendingern ist das gar nicht so einfach. So, und das sollte jetzt auch reichen. Gut, dann füllen wir jetzt nochmal die Schälchen. Essen währenddessen zwei Bananen. Die Pilze müssen, glaube ich, auch mal weg. Die esse ich mal ganz auf. Ich glaube, die sind schon ein bisschen älter. Dann sammeln wir mal den. Und sammeln mal den. Na, da kommt schon ordentlich was zusammen. Die Stachelrochenstacheln werfe ich mal hier dazu. Ja, und dann sieht das doch soweit erstmal ganz gut aus, würde ich sagen. Wir können uns sogar ein Fischsüppchen machen. Ich werde auch mal zwei Stücke braten und guck mal. Ja, das sieht sehr gut aus. Ich würde sagen, Dicky ist jetzt relativ gut ausgestattet. Das bedeutet, ja, liebe Zuschauer, diese Staffel von Green Hell Survival hat hiermit vorläufig zumindest ihr Ende gefunden.
Wie gesagt, wenn ein Patch kommt, der richtig spannend ist, dann werden wir natürlich an dieser Stelle hier weitermachen, ganz klar. Ansonsten geht es bei mir im Programm erstmal weiter mit Battlefield 5 und mit Fallout 76. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.